Liebe Zuschauer, liebe Pisoten, herzlich willkommen in meinem neuen Format auf meinem Kanal, genannt Mysteriöse Schmankerl. In diesem Format werde ich euch immer wieder ungelöste, mysteriöse Fälle erzählen. Und die erste Folge heute in meinem neuen Format, das ist der seltsame Tod des Autors Eugene Izzy. Wir sehen hier den guten Eugene Izzy schon mal im Hintergrund. Und obwohl nur wenige Details über Eugenes früheres Leben bekannt sind, beschreiben die wenigen Berichte, die es gibt, eine störenfällige Jugend. Izzy selbst verließ die Highschool und trat in die Armee ein. Während seines Militärdienstes schloss Izzy seinen Highschool-Abschluss ab und nach seiner Rückkehr nach Chicago begann Izzy ein normales Berufsleben in den Stahlwerken im Süden Chicagos. Obwohl er verheiratet war und auch Kinder hatte, begann Izzy stark zu trinken und wurde straffällig. 1991 war Izzy zu einer Lesung seines neuen Buchs Prowlers im Barbaras Buchladen in Oak Park, Illinois zu Gast. Beim Signieren seines Buches sprach er darüber, wie er zum Schreiben kam, nachdem er und seine Frau sich aufgrund seiner Depressionen und seines starken Alkoholkonsums getrennt hatten, begann er einen raschen Abstieg, aber er war immer mit seiner tragbaren Schreibmaschine unterwegs. Er erreichte den absoluten Tiefpunkt, als er im Hinterzimmer eines Friseursalons schlief und als Gegenleistung dafür im Laden aushalf und aufräumte. Eines Nachts las er noch einmal, was er in den letzten Monaten so geschrieben hatte und stellte dabei fest, dass seine ganzen Geschichten allesamt selbstmitleidige Parodien seines eigenen Ichs waren. Ein missverstandener Mann, der von der Frau, die er liebte, fälschlicherweise zurückgewiesen wurde. Er wusste, dass wenn er als Schriftsteller Erfolg haben wolle, dann müsste er sich von seinem Selbstmitleid befreien. Er fing an, Geschichten über die Menschen in den Stahlwerksvierteln im Südosten Chicagos zu schreiben, in denen er selber aufgewachsen ist und auch dort arbeitete. Er hatte seinen Weg als Schriftsteller endlich gefunden. Er begann damit, sein Leben auf die Reihe zu bringen und sich mit seiner Frau zu versöhnen. Seine harte Arbeit an seiner Schriftstellerkarriere half ihm wirklich dabei, dieses zu verwirklichen und auch dem Alkohol abzuschwören. Nachdem euch seine Bücher eventuell nichts sagen werden, da er damit nie den richtigen Durchbruch erreichte, ist aber sein Tod bzw. die Art und Weise, wie sein Leben endete, umso mysteriöser. Wir befinden uns jetzt mitten in Chicago, und zwar sind wir hier auf der Michigan Avenue. Und wir sehen hier ein Haus, und am 7. Dezember 1996 war ein geschäftiger Samstag im Vorfeld vor Weihnachten. Und kurz vor Mittag warf ein Mann, der diese Michigan Avenue entlang ging, einen Blick nach oben und er blickte somit auch in ein Rätsel, das bis heute noch nicht zufriedenstellend gelöst werden konnte. 14 Stockwerke über der Straße baumelte ein Mann vor einem Fenster. Und zwar ist es genau an diesem Gebäude gewesen. Und wenn wir uns das mal anschauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Also hier oben baumelte ein Mann am Fenster und als die Polizei einige Minuten später eintraf, brachen sie die Tür ein und entdeckten eine wirklich rätselhafte Szene. Das Opfer wurde als Eugene Izzy identifiziert, welcher sich durch eine Schlinge um seinen Hals erhängt hatte. Das andere Ende des Seils war an einen Stahlschreibtisch festgebunden und auf den ersten Blick schien es sich um einen Selbstmord zu handeln. Die Tür zu seinem Büro war von innen verschlossen und es gab keine Hinweise auf den Diebstahl und auch keinen Abschiedsbrief. Aber die Dinge nahmen schnell eine merkwürdige Wendung, denn die Ermittler untersuchten seinen Körper und stellten dabei fest, dass Izzy eine kugelsichere Weste trug. Dann fanden sie einen Schlagring und Pfefferspray sowie $481 und getippte Notizen sowie drei Disketten mit einem halbfertigen Manuskript in seinen Hosentaschen. Im Büro befand sich auch ein geladener 38er Revolver. Die Polizei am Tatort berichtete, dass der Raum ansonsten leer gewesen sei, aber Freunde von Izzy behaupteten, er habe eine gefühlte Kubiktonne Computerdisketten rumliegen gehabt,
Und laut Gesprächen mit Izzy waren dies alles Manuskripte für einen unveröffentlichten Roman über Amerikas rechte Milizen. Avon Books, Izzys Verleger, die waren sich noch nicht einmal bewusst, dass er sich beim Schreiben befand. Aber es wird noch seltsamer. Es stellte sich nämlich heraus, dass die getippten Notizen Mitschriften von Drohanrufen waren, die er erhalten hatte. Und als sie das 800-seitige Manuskript auf diesen Disketten sichteten, entdeckten sie eine Szene, in der ein Chicagoer Mystery-Autor, ausgerüstet mit Schlagring und Pfefferspray, von Milizionären aus Indiana aus einem Fenster im 14. Stock mit einer Schlinge um den Hals geworfen wurde. In dem Buch kann sich der Autor jedoch wieder hochziehen und seine Angreifer töten. Diese Seiten könnten eine Vorahnung oder sogar eine Inspiration gewesen sein für seinen eigenen Tod. In Vorbereitung auf sein neues Buch hatte Izzy Berichten zufolge eine in Indiana ansässige paramilitärische Gruppe weißer Rassisten infiltriert und er hatte geplant, dieses aufzudecken, was er dort gefunden hatte. 6 Monate vor seinem Tod hatte er einen Leitartikel für die Chicago Sun-Times geschrieben, in dem er erwähnte, von extremistischen Gruppen bedroht zu werden. Milizsoldaten tauchten in seinen Büchern mehrmals als Figuren auf, basierend auf realen Menschen, die Izzy selber getroffen hatte, als er diese Gruppen infiltrierte. Izzy hatte sich wegen dieser Drohung an einen pensionierten Chicagoer Polizisten und Freund namens Bob Rice gewendet und er ließ ihn sogar eine Voicemail anhören, die von einer Frau stammte, die sagte, er sei für schuldig befunden worden und er wäre tot und würde bis Ende des Jahres hängen. Zu diesem Zeitpunkt wurde der Polizei jedoch nichts davon gemeldet. Izzy nahm diese Drohung sehr ernst und begann in seinem Büro zu schlafen. Er ließ seine Familie an einen anderen Ort ziehen und er trug immer eine Waffe mit sich. Zum Zeitpunkt seines Todes war seine Telefonnummer nicht gelistet und die Adresse, die er als sein Zuhause angegeben hatte, war nur ein Postfach. Während der gesamten Weihnachtszeit von 1996 wurde viel über diesen Fall geredet. Freunde, Familie und Fans wollten nur eines wissen. Wie endete Izzys Leben wirklich? Die Meinung war geteilt und diejenigen, die einen Mord vermuteten, gaben an, dass die rassistische Miliz, die Izzy infiltriert hatte, einen Mord inszeniert habe, der wie ein Selbstmord aussehen sollte. Also wenn dies ein Mord war, warum wurde dann die Waffe nicht genutzt? Der gute Mann, der wog knapp 110 Kilo und da braucht man schon gewillte Auftragskiller, die einmal schnell durch ein Fenster schmeißen. Andere gaben sich mit der Selbstmordtheorie zufrieden, denn Izzy war kein Autor, der um seine Publicity kämpfte, sondern er war eher dafür bekannt, dass er gegen eine Drogenabhängigkeit und Alkoholismus gekämpft hatte. Vielleicht hatten diese Dinge ihn auch wieder eingeholt und sein Selbstmord schien ihm die einzigste Fluchtmöglichkeit zu sein. Am 15. Januar 1997 wurde die offizielle Todesursache bekannt gegeben. Das Cook County Coroner's Office entschied, dass Izzys Tod ein Selbstmord war. Seine Familie akzeptierte diesen Befund, aber nicht alle seine Freunde taten dies. Denn angesichts seiner Abneigung gegen Publicity scheint es ein Widerspruch in sich zu sein, Selbstmord in einem solchen Stil zu begehen, was auch viele seiner Freunde als seltsam empfanden. Unfall, Selbstmord oder nur reiner Mord? Es ist unwahrscheinlich, dass wir jemals eine Antwort auf diese Frage erhalten werden. Ein letztes Detail noch zu diesem ungelösten und mysteriösen Fall. In der Nacht vor seinem Tod rief Izzy seinen Sohn an und sagte, dass er den Ersatzschlüssel für sein Büro brauche, weil er ihn zu Hause habe liegen lassen und nicht in sein Büro käme. Als sein Sohn mit den Schlüsseln ankam, umarmte ihn Izzy und sagte, egal was passiert, ich liebe dich. Nachdem seine Leiche gefunden worden war, verfolgten Polizisten diesen Anruf zurück und es stellte sich heraus, dass er aus Izzys Büro stammte. So viel zu dieser Geschichte, die bis heute ungelöst ist. Und ich hoffe, es hat euch gefallen
Und ich wünsche euch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Video. Also macht's es gut. Euer Peso. Servus.